So, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen gemütlichen Folge Atlas. Heute auf den Dienstag und es ist 5.08 Uhr, es wird also gleich hell. Ich habe in der Nacht wieder ein bisschen was vorbereitet, so wie ich es gesagt habe. Es wird hell, richtig. Die Lampe, können wir die schon ausmachen? Ja, können wir schon ausmachen, ist hell genug. So, ich habe in der Nacht wieder ein bisschen was vorbereitet, dass wir direkt weiterbauen können. Das habe ich alles hier reingepackt. Ich habe nochmal ein paar Wände hergestellt, die können wir gleich mal alle mitnehmen. Dann habe ich auch Holzleitern hergestellt, weil ich habe da eine Idee, wie wir dann da hochkommen. Jetzt bauen wir aber erstmal außen rum. Mach hier mal zu, dass da nichts rausfliegt. Oh, sieht das gut aus. Ich habe im Übrigen die Grafik wieder hochgesetzt. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum denn eigentlich auf den YouTube-Aufnahmen das alles immer so verpixelt aussieht. Das hat mich voll genervt. Ja, man sollte halt auch wieder die Grafik hochsetzen. Und das Problem mit den Lags haben wir ja so einigermaßen in den Griff bekommen. Von daher, ja. Man kann es nicht immer nur aufs Renderprogramm schieben. Wenn man natürlich in schlechterer Qualität aufnimmt, dann ist auch die Qualität am Ende schlecht, ne? Sollte aber jetzt behoben sein. Ich hoffe, ich kriege alles hin. So, also jetzt hier nochmal die Reihe oben drauf. Die restlichen Wände, die brauchen wir ja auch für unseren Turm da drüben. Zack und zack. So, das ist fertig und jetzt gehen wir gerade mal die restlichen Wände gleich da drüben setzen. Dann haben wir die nämlich verbaut. In den Turm würde ich gerne von vorne hier so rein. Ganz rund ist er glaube ich nicht, ne? Aber ich finde den eigentlich so ziemlich nice. Man geht nämlich hier rein. So ist dann später der Plan. Und außenrum kommen hier schon mal überall Fenster. Zack, das gibt auch so eine kleine Art Verteidigungsturm, ne? So möchte ich mir das. Mal gucken, was wir da alles so draufstellen können. Zack und zack. Sehr nice. Dann gibt es hier eine kleine Treppe. So. Und dann machen wir hier alles mit Wänden zu, die erste Ebene. Noch. Nee. Kalle, nee. Ja, kann man doch aufheben. Strohwand aufheben. So, jetzt passt's wieder. So. Dann haben wir das hier auch schon mal verbaut. Ich glaube, der wird richtig gut hier. Er ist zwar nicht ganz rund, aber naja. Macht ja nichts. So, Leute. Habe ich den Kram jetzt mitgenommen? Ich glaube es nicht. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, mal gucken, ob das funktioniert. Wir brauchen die Leitern, die haben wir schon. Und wir brauchen diese Strohdächer. Zack. Jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ich würde nämlich gerne in die Ecke. Am besten hier vorne. So. Eine Luke soll es aber sein. Strohdachluke. So. Und jetzt, ja, die legen wir mal hier auf die 4. Hätte ich gerne, dass das. Geht es nicht? Doch, geht. Zack. Ha! Ha! Genau so habe ich es mir vorgestellt. Jetzt hier oben drüber wieder eine. Dann hier. Ja, so, genau so. Zack. Sau gut. Genau, dann kommen wir nämlich hier auch hoch. Ja, nice, Leute, dass das so funktioniert. Zack, und da oben gleich noch eins hin. Okay. Hier eine Leiter. Hier eine Leiter. Und zack, und schon sind wir oben. Ja, schöne Geschichte. Das war knapp. Genau, und dann können wir hier so. Geile Geschichte. Geile Geschichte. So, pass auf. Perfekt.
Und dann können wir hier, da kommt natürlich oben drauf dann nur. Hier nämlich. So, und hier können wir dann jetzt normal weiterbauen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und hier oben können wir dann eventuell auch noch ein paar Beete hinzimmern. So. Können wir hier schon mal alles direkt verbauen, was wir haben? Ich hoffe nur, die Giraffe kommt dann tatsächlich hier rein. Das werden wir sehen. So. Und hier oben anstatt ein Dach würde ich hier außenrum gerne Geländer machen, dass wir dann wie so einen kleinen Ausguck noch haben. Genau so habe ich mir das vorgestellt, Leute. Boah. Boah, Junge, bin ich immer erschrocken. Hast du eine Klapperschlange platt gemacht? Wo bist ja? Eine Maschine bist du. Keratinoid können wir natürlich gebrauchen. Nehmen wir mit. So. Ja, das ist doch hoch genug. Und dann können wir hier neben schön hochklettern. Saugut. Saugut, Leute. So, wenn es schon mal regnet, können wir hier mal das Fass aufmachen. Super. Da freue ich mich jetzt, dass das so geklappt hat. Was ist denn mit dir? Achso, du bist halt auf Fliehen gestellt, ne? Das müssen wir abschalten. Komm mal her. Komm mal her. Zack. Behalten, passiv und fliehen, da machen wir nur passiv. So, dir passiert doch hier drin nichts. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Übrigens, diese Sachen hier, das ist schon eine Mod-Geschichte. Wollte ich euch eigentlich die letzte Folge schon zeigen. Hier können wir dann solche Dekor-Geschichten bauen, ne? Hier jetzt vielleicht weniger, aber hier zum Beispiel, hier können wir dann, ja, sowas bauen. Oder auch Dekor, hier solche Sachen. Und da fehlt mir halt eben die Geschichte, nämlich der eine Punkt für die Sachen. Und die muss ich halt noch leveln, ne? Da muss ich jetzt gucken, dass ich Johnny ziemlich hoch level. Ja, vielleicht können wir auch die XP ein bisschen erhöhen, muss ich mit dem guten Mr. Drake nochmal sprechen. Dem ich übrigens, ich kann es nicht oft genug betonen, sehr, sehr dankbar bin, dass er uns hier diesen Server eingerichtet hat und auch die erste Zeit zur Verfügung stellt. Das finde ich echt klasse. Großartig. Freut mich tierisch. So. Das können wir alles mal hier rüberpacken. Ach ja, ich habe hier noch einen Tisch gebaut, Leute. Den will ich auch noch platzieren. Und zwar hätte ich den gerne hier so hin. Zack, wo uns dann auch noch Material draufkommt. Ja, beziehungsweise hier zum Beispiel diesen schicken Mörser. Und Stößel. Und hier neben können wir da noch ein bisschen Dekorsachen reinpacken, ne? So habe ich mir das gedacht. So habe ich mir das gedacht. Super. Okay. So, was haben wir denn jetzt noch? Oh, Johnny sollte auch mal was essen. Alter, ist das ein Lappen an Stall, oder? Ist das ein Lappen an Stall? Also wir brauchen auf jeden Fall noch Decken. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt an Material noch brauchen. Haben wir eine schöne, gemütliche Baurunde die Woche. Freut mich. Mache ich gerne sowas. So. Stroh. Wo war es hier? Strohdach. Fasern, Holz und Stroh. Haben wir denn da noch ein bisschen was? Holz, erstmal das verbraten, was wir jetzt hier noch alles drin haben. Mal Fasern haben wir noch genug. Stroh. Ich glaube, an Holz wird es hapern, aber da haben wir noch draußen im Elefanten genügend. Komm, lass uns gerade mal fix rausgehen zum Elefanten. Der hat nämlich noch einen Haufen einstecken. Ein Haufen ist unanständig, das heißt eine Menge. Und dahin hier die Rampen endlich mal hinbauen, das nervt mich. Er ist schon wieder aufgestiegen. Zack. Guck mal, der hat hier noch Stroh einstecken. Ja, sind schon überladen. Wenn ich die noch reinpacke, dann können wir gar nicht mehr laufen. Ja, das habe ich mir gedacht. Wobei, wir können das ja hier bauen. Direkt. Wir brauchen ja gar nicht hoch. Wir können ja direkt hier weiterbauen, Leute. Zack.
Strohdach war es, ne? Ja, 32 Stück, die bauen wir mal fix. Oh, unruhige See. So. Und schon wieder alles verbaut. Unglaublich. Ja, und dann hier oben einfach Geländer drum, ne? Und vielleicht, warte mal, wenn man der vielleicht an jeder Ecke einen Pfosten, dann könnten wir sogar noch ein Dach drüber machen, dass wir hier oben nicht nass werden. Das wäre auch eine Idee. Sehr nice. So. Sehr, sehr nice. So, machen wir das Loch zu. Ich weiß übrigens auch jetzt, wie man hier so Fenster baut, ne? Oh, es hat schon wieder aufgehört zu regnen. Da können wir ein bisschen lüften, komm. Haben wir denn jetzt noch Material? Stroh haben wir noch genügend, Fasern auch. Da bräuchten wir nur ein bisschen Holz, dann können wir doch... Dann können wir das doch fertig bauen. Der Elefant hat ja noch 256 Holz, meine ich. Oh ne, es regnet immer noch. Was macht's Fass? Ist das schon voll? 4 von 4000 läuft. So, Mr. Elefant. Ach ja, ihr habt ja auch Vorschläge für Namen gemacht, ne? Elefant zum Beispiel Dumbo. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Boah, der levelt aber extrem schnell. Ah ja, klar, weil wir bauen, ne? Weil wir bauen. Passt mal auf. Zack. 44 Strohdächer. Bauen wir. Wir brauchen ja drüben für den Turm auch noch ein bisschen was. Optionen. Name ändern. Wir nennen ihn Dumbo. 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 Der Erste. Ja, freut er sich jetzt an einen Namen. Dumbo der Erste. So, wir sind natürlich wieder zu schwer beladen, aber das ist ja jetzt kein Beinbruch. Dann latschen wir halt mal ganz langsam davor. Alter, ist das eine Riesenhalle, oder? Das ist ja kein Stall mehr, das ist eine Halle. So, einmal hochklettern. Ach, jetzt klettert er auch so langsam, okay. So. So, so, so. Ah, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Jetzt ist wieder strahlender Sonnenschein, so wie es sein soll. Zack. So, jetzt bauen wir das Dach hier schön zu. Und da haben wir sogar eine Ebene mit unserem Stall drüben. Mit Dach, der andere Stall natürlich. So. Da noch hin, da noch hin, da noch hin und da noch hin und schon ist das Ding zu. Ja, super. Und jetzt brauchen wir natürlich allererstes Mal Holzrampen, dass wir hier reinkommen. Das nervt mich nämlich schon die ganze Zeit. So. Zack. Den restlichen Kram. Und das Holz können wir mal behalten. Wir lassen Material mal drin. Was will ich wegräumen? Das möchte ich wegräumen. So. Ist schon wieder Mittag. Tatsächlich 12.06 Uhr in-game. Kann ich das hier bauen? Ach ja, das kann ich noch hier bauen. Holzdach war es, da brauchen wir Stroh.
Da brauchen wir tatsächlich nochmal Stroh, das haben wir jetzt alles verballert. Gehen wir fix holen. Wo ist sie denn? Hier, die Giraffe. Ja, muss man erstmal aufsitzen hier, das ist gar nicht so einfach. Zack. So, hol mal Stroh. Das ist so geil, das geht so fix mit den Viechern. Deswegen müssen wir uns schnellstens einen Bär wieder ranholen. Oder zwei. Zack, 414, 474, 500, 600 und schon haben wir's. Langsam. Das Holz rüber, das rüber und schon können wir 6 Stück. Jo, stell die mal her. Ja, die Elefanten fühlen sich langsam hier auch wohl, die kommen immer näher. So, und jetzt kommen hier erstmal ordentlich Rampen dran. Zack. Ha, hat genau gereicht. Hervorragend. So, dich können wir auch schon wieder aufleveln. Was machen wir denn bei dir? Nahkampfschaden. Ausdauer. Wie sich's freut. Wie sich's freut. So, pass mal auf. Wir parken euch jetzt hier mal ein bisschen ein. Zack. Wollen wir den auch so boxen machen? Eigentlich könnte man das ja tun, ne? Dann sieht es hier ein bisschen geordneter aus. So, du kommst erstmal hier hin. Zack. Piep, 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 piep. Der Mr. Elephant. Könnt ihr euch ruhig auch ein bisschen schneller rückwärts bewegen, Tiere. Rückwärts einpacken. Das ist voll geil, man kann ja hier auf den Sätteln auch noch Leute mitnehmen, ne? Ist auch voll geil. Also rechts und links noch jemand hinsetzen. Ah, das Spiel macht einfach so Spaß, ey. Unglaublich. Dafür, dass ich es eigentlich nur mal anzocken wollte, so ein bisschen. So. Zack, und jetzt kommt die Giraffe und jetzt bin ich gespannt, ob die hier tatsächlich reinpasst. Muss ja. So, komm mal her. Stell dich erstmal gerade. So. Kommst du nicht rein? Doch. Doch, doch. Ah! Oh, hervorragend! Nee, ich glaube, wir machen denen keine Boxen. Wir lassen die so stehen. Super! Super! Hier haben wir sie. Unsere drei von der Tankstelle. So, und unseren Strauß. Der kriegt Platz hier in dem Stall. Guck mal, du bist ja klein genug, ne? Guck. Zack! Verhalten, da muss ich immer dran denken. Den stelle ich jetzt mal auf Passiv. Das hatte ich nämlich auch bei der Schatzsuche, wo wir im Livestream gemacht haben, versaut. Ich hatte die ganzen Schweine noch auf Passiv stehen, habe mich gewundert, warum die nicht kämpfen. Ja, super. Leute, hier, Stall. Da können wir sogar noch einen zweiten Elefanten und sowas ranholen. Und eine zweite Giraffe, sehr geil. Und wie gesagt, oben möchte ich dann, oh, wir könnten das aber auch noch zubauen. Haben wir jetzt noch ein paar Wände? Ach, jetzt habe ich wieder voll die Ideen und voll Bock. Haben wir jetzt noch ein paar Wände? Haben wir. Pass mal auf. Nee, das ist ein Dach. Shit. Wände haben wir gar keine mehr. Wollen wir noch fix ein paar Wände bauen? Strohwand. Wie können wir denn bauen? Eine. So, die Lampe können wir auch mal ausmachen.
Weil ich würde es dann gerne so zubauen als Schacht. Versteht ihr? Hier so. Dass wir dann halt. Wir hätten da aber auch einen Fahrstuhl hinzimmern können. Ne? Das wäre natürlich auch eine geile Sache gewesen. Na, vielleicht bauen wir das irgendwann mal noch um. Oder wir bauen irgendwie da hinten an der Ecke noch einen Fahrstuhl hoch. Sehr nice. Jo, da stehen sie jetzt, ne? Super. So, was hatten wir denn als nächstes gesagt? Als nächstes würde ich gerne mal da oben die Geschichte mit den Beeten angehen. Weil der Stall ist jetzt soweit fertig. Da können wir. Mach mal hier zu, das Loch. Was brauchen wir denn für die Beete? Ne, die baue ich hier gar nicht. Die baue ich, glaube ich, bei mir, ne? Ja. Großes Beet, da brauchen wir noch Steine. Da haben wir doch genug. Können wir bauen? Drei. Haben wir noch Steine? Haben wir noch. Nochmal zwei obendrauf. Immer noch Stein. Haben wir noch. Ach Gott, haben wir Steine? Guck mal. Sieben Stück, die baue ich jetzt einfach mal alle. Dass ich euch das in der Folge noch zeigen kann, was ich da so ein bisschen vorhab. So, da haben wir 12 Beete. Den Kram packen wir alles mal darüber. Da können wir noch was in die Futter. Macht der hier eigentlich auch? Ne, ist immer noch 98. Da muss ich mal ganz dringend solche Vorratssäcke bauen. So, jetzt möchte ich euch nämlich zeigen, was ich hier vorhab. Und zwar hier soll so eine kleine Gartenanlage entstehen. So, passt mal auf. Zack. Zack. Dass die auch ziemlich gegenüber sitzen. Dass das ordentlich aussieht. So, und dann die Reihe hier noch voll und dann haben wir hier oben einen schönen Garten, wo wir alles Mögliche anpflanzen können. Und dafür müssen wir natürlich auch ein Bewässerungssystem bauen. Und das habe ich mir auch schon überlegt. Und zwar, gucken wir mal, was wir schon bauen können. Wasser. Wir brauchen auf jeden Fall hier diesen Steinwasserspeicher. Da brauchen wir noch Biopaste. Ja, Biopasta haben wir doch eigentlich fix gemacht. Da müssen wir doch bloß aufs Boot mal den ganzen Kram rüberholen. Gehen wir mal fix auf die El Diablo. So. Hoppla, langsam. Hier ist alles in Ordnung an Bord. Passt. Kann ich euch mal fix zeigen hier, nämlich was wir an Gold rangeholt haben. Es sind jetzt noch 583. Warum nur 583, wenn wir doch 800 geholt hatten, was ich gesagt habe. Wir haben uns noch Crewmitglieder rangeholt. Und zwar habe ich unten jetzt mal jede Kanone besetzt. Ne? Also wir haben jetzt 4, 5, 6 Crewmitglieder, die hier auf der El Diablo sind. Und tatsächlich kosten die zwei hier hinten keinen Sold. Ihr seht's. Und das aufgrund einer Mod können wir für 10 Krog und ich glaube 100 oder 200 Goldmünzen können wir uns Crewmitglieder holen am Freeport, den der Mr. Drake gerade so ein bisschen ausbaut. An Crewmitgliedern, die nichts mehr kosten, wenn man sie angeschafft hat. Das finde ich auch ziemlich nice. Der Rest kostet natürlich noch Sold und dafür haben wir ja hier hinten jetzt ja, über 500 Gold drin. Also da brauchen wir uns erstmal keinen Kopf machen. Außerdem will ich ja dann auch mal irgendwann anfangen zu handeln. Ich habe ja da schon so einen kleinen Plan und dann passt die Geschichte. So, passt mal auf. Ich verschließe das alles mal, weil wir jetzt auf dem Server sind. Haben wir hier noch Biopaste? Nee, aber was brauchen wir denn für Biopaste? Wir brauchen Fasern und Harz. Ja, dann nehmen wir das mal mit rüber. Die Fasern können wir auch mal mit rübernehmen. Sehr schön. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir drüben gebrauchen könnten? Hier ist noch Stroh. Ach, guck mal, hier sind noch 800 Fasern. Über 800 Fasern. Ist das super. Das können wir mal wegschmeißen. Das braucht kein Mensch.
Nein, ganz ehrlich, wenn wir das nächste Mal in den See stechen, müssen wir das dann hier auch eben alles wieder auffüllen. Von daher ist das doch ganz okay. Wir haben noch Biopaste, die können wir mit rübernehmen. Super. Der Kiste noch irgendwas drin. Honig können wir auch mal mit rübernehmen. Und hier? Nichts. Okay. So, dann können wir nämlich hier uns mal das Bewässerungssystem noch vorbereiten. Die Flagge, da muss auch noch so mein Logo drauf. Muss mir der Mr. Drake noch zeigen, wie das funktioniert. Da habe ich voll Bock drauf. So, Leute, passt mal auf. Jetzt packen wir den Kram hier mal rein. Da haben wir einmal das und einmal das. Das können wir hier rüber packen. Und Fasern. Richtig. Zack. Und schon können wir hier mal ordentlich Biopaste herstellen. Wunderbar. Und hier kommt die Biopaste noch rein. Eine brauchen wir noch. Nein, da räumen wir aber jetzt gerade mal noch ein bisschen auf. Und dann können wir da oben nämlich richtig schön pflanzen. Am Freeport gibt es im Übrigen auch einen Händler, der verkauft Samen. Das heißt, dann werden wir dann auch mal einen Besuch abstatten, wenn wir nicht alle Samen haben. Das hier rüber, das hier rüber. Super. Das können wir uns hier schon mal rausholen. Hier reinpacken und schon können wir unseren Wasserspeicher bauen. So, den haben wir und dann kommen wir hier 5 Stück. Ich stelle jetzt einfach mal alle her, ich weiß ja nicht, wie viel wir brauchen. Dann brauchen wir natürlich noch Boden, Strohboden, 4 Stück. Können wir auch gleich mal bauen. Was brauchen wir hierfür jetzt? Biopaste. Ja, okay, das sollte jetzt erstmal für den Anfang reichen, ne? Für den Anfang sollte das doch jetzt mal reichen, dass wir es einfach mal setzen können. Weil das wächst echt gut. Oh. Frucht ernten. Die ist jetzt weg. Nee, das ist der falsche. Hier müssen wir hin. Und da müssen wir in den obersten Stock. Passt mal auf, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Und zwar hätte ich gerne... Nee, nicht irgendwo ansnappen, sondern hier. So. Und hier außen geht es, dass ich hier Leitern anbaue. Kann ich dann da auch hochklettern? Ich glaube nämlich, das geht nicht, ne? Dass ich hier hochkletter. Okay, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da werden wir... Wisst ihr, was wir da brauchen? Da brauchen wir wieder... So wie hier, das können wir nämlich abreißen dann. Das hier auch. Die lassen wir noch, weil die Frucht da noch drauf ist. Dann brauchen wir noch Holzböden. Das ist jetzt alles wieder hier rüber geschmissen. Nicht Böden, sondern diese Decken. Da brauchen wir Stroh. Haben wir noch Stroh? Wir haben Stroh. Ne, 1, 2. Ich baue mal 3 Stück. Bauen wir das halt so wieder an, ne? Ist ja egal. Ist ja wurscht. So. Zack. Okay, das ist jetzt kacke. Ha, das geht nicht so, wie ich es mir vorstelle. Moment, vielleicht doch, wenn sie einen dran bauen, dann reicht es vielleicht. Genau. Genau so.
Super. Und hier bauen wir jetzt diesen Wasserspeicher drauf. Okay. Öffnen, da ist jetzt natürlich noch nichts drin. Der sollte sich füllen, wenn es regnet. Und von hier aus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, genau, können wir hier, ja, genau so stelle ich mir das vor. Zack. Ich leg das jetzt gerade mal da rein, nur so provisorisch, dass wir sehen, ob das so hinhaut. So. Kommt da. Oh fuck, wo ist denn das Rohr jetzt? Auf die 4 hat man das gelegt. Ach komm. Ah, es snappt das hier nicht an. Das ist doof. Das sehe ich jetzt natürlich nicht. Falsche Richtung, wir müssen darüber. Ah, wir sind eins zu tief, Leute. Wir sind tatsächlich eins zu tief. Müssten noch eins höher. Ach, und jetzt kann ich den nicht mehr aufheben. Shit, shit, shit. Was, unterirdisches Wasserrohr. Gerades Wasserrohr. Wasserhahn. Kann ich auch hier dran machen. Cool. Bergungsrohr. Wasserleitung. Das ist doof. Wir müssen hier noch eins hoch, Leute. Das hilft nicht. Ah, Moment, kann ich das hier? Aha, Moment. Snappt das jetzt hier an? Jo. Moment, das gucken wir uns jetzt noch an in der Folge. Das will ich jetzt wissen, ob das so geht. Da ist es. Super, Leute. Dann können wir jetzt hier noch ein Bewässerungssystem hinbauen. Da müssen wir natürlich nur warten, bis es regnet. Klarer Fall. Und dann haben wir da so eine schöne Gartenlandschaft. So, was fehlt uns denn noch für die Wasserrohre? Brauchen wir wieder Biopaste, ne? Jo, der haben wir ja jetzt genug. Gut, dann schmeißen wir die Biopastenproduktion noch ein bisschen an. Mal gleich nochmal 100 starten. Und hier hauen wir ein paar Wasserrohre noch raus. Super. Liebe Leute, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Morgen, da bauen wir dann unser Bewässerungssystem fertig. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann müssen wir natürlich hoffen, dass es anfängt zu regnen. Also in diesem Sinne, schaut gerne mal auf dem Discord vorbei, liebe Leute. Schaut auf der Homepage vorbei. Da findet ihr alle Informationen wie immer. Und ja, ich freue mich auf euch morgen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.